Hi Freunde, ich war heute beim Action und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich alles so beim Action gefunden habe. Ich weiß, ihr liebt meine Action Haul. Ich persönlich schaue auch sehr, sehr gerne Action Hauls an. Ja, ich war ja jetzt im Urlaub und es haben sich wirklich einige Sachen wieder erneuert. Einige Sachen, ich war extra in Action wegen Revolution. Nur, dass ihr es weiß, Action wird jetzt in den nächsten Wochen oder Tagen oder vielleicht sogar auch schon bei euch in Deutschland wird es Revolution Make-up geben, Eyeshadow Palette, Avocado, Chocolate Paletten. Gab es auch im Primark, was ich sehr überraschend gefunden habe. Der Primark Haul wird auch, ich schätze mal, übernächste Woche online kommen, wenn ihr das jetzt seht. Und ich war ja im Primark, habe mir die Kette habe ich bei TK Maxx gekauft und das habe ich bei Primark gekauft, wenn ihr Interesse habt. Primark hat wunderschöne T-Shirts, was Disney angeht und so weiter. Aber wir wollen nicht vom Thema ablenken. Ich würde sagen, wir schauen mal, was ich da alles gefunden habe. Nummer 1, ich habe bei der Pflege gefunden von der Marke Vaseline eine Bodylotion. Ist sehr, sehr gut. Ich weiß, dass Vaseline immer gut war, auch für die Lippen. Deswegen habe ich sie mir geholt. Ich war im Action zweimal. Ich wollte noch einmal gehen. Ich wollte mir eine im Backup sichern und für eine ganz, ganz liebe Maus wollte ich schauen, ob es noch eine gibt. Leider gab es die nicht mehr, aber dafür war das dort und zwar von Vaseline Aloe Vera Sensitive. Also ich schätze mal, dass Action zurzeit diese Vaseline-Serie hat. Ja, ich hoffe, dass ich die noch finde. Ich würde sie mir sehr, sehr gerne im Backup kaufen, weil bei der merkt man richtig, dass die reichhaltig ist. War nicht teuer, 1,99 Euro. Der war ein bisschen teuer. Der hat gekostet 2,19 Euro. Ja, sensitiv und ich bin gespannt, ob er 24 Stunden auch aushaltet im Sommer, ohne dass man unangenehm riecht. Ich werde euch auf jeden Fall im Aufgebrauch berichten. So, die zweimal. Dann habe ich etwas gefunden, was mich sehr neugierig gemacht hat. Ihr wisst ja, ich stehe ja auf solche Sachen. Alles, was Pflege und ja, alles, was man als Pflege benutzen kann. Das ist ein Mini-Humidifierer Hydrate Refreshing. Hat mich sehr angesprochen. Ihr wisst ja, ich mache ja sehr gerne diese Reels und Stories. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich den verwenden kann. Man kann ihn hier laden mit USB-Kabel. Lightweight, es ist, er ist leicht. Was steht denn hier? Was kann ich euch über den noch ein bisschen was erzählen? Und zwar auf Deutsch steht jetzt, mit einem Knopfdruck befeuchtet er die Haut, wo immer sie sind. Das bedeutet, hier, ich schätze mal, dass man hier Wasser reinfüllen kann in diesen Tank. Ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht benutzt, also, aber ich schätze mal, und wenn man hier drückt, kommt hier dann so eine Spraywolke auf und da kann man dann ein bisschen so refresh. Was ich mir aber gut vorstellen kann, dass ich da vielleicht von Hello Body meinen Lieblings-Kokosspray reingeben kann, wäre auch super, wäre auch jetzt nur eine Möglichkeit gewesen. Also das wäre jetzt nur so mal meins gewesen, was ich vielleicht so machen könnte. Man kann das natürlich auch mit Wasser oder mit anderen Fixing-Spray oder Body-Spray, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt, ne? So, das hat gekostet 1,99 €. Wir werden es auf jeden Fall testen in einem Reel oder in einer Story. Folgt mir gerne auf Instagram. Auf Instagram werde ich euch unten im Kanal verlinken, denn dort mache ich auch sehr gerne Shorts und teste auch gerne in den Stories für euch. So, dann habe ich etwas gefunden, was ich auf jeden Fall mitnehmen musste, ist dieser wunderschöne Haarreifen. Ich liebe solche Haarreifen, weil sie einfach auch, wenn man schwitzt, ein bisschen die Haare und so. Also die Farbe habe ich beim Action noch gar nicht gesehen und ich kann mir das gut vorstellen mit einer grünen Bluse oder sogar mit schwarzer Bluse mit grünen Ohrringe. Ich schaue mal, wie das ausschaut. Ja, so gefällt mir gut. Das passt jetzt natürlich nicht zu meinem Outfit, ist eh klar. Aber ich finde, die Action haben immer wieder super tolle Haarreifen und der hat gekostet 1,79 €. Dann habe ich etwas entdeckt für meinen Jungen und zwar, es ist, das schaut so aus wie Kinder Bueno. Das ist aber mit diesen Pepper Troll Waffen mit Haselnussfüllung und da bin ich gespannt, wie das so ist. Das hat gekostet 1,79 €. Und wenn wir schon bei Lebensmitteln sind, habe ich für meinen Sohn auch diese Muffins mitgenommen oder Cupcake, kann man auch sagen.
Die liebt er. Ich esse in der letzten Zeit nicht mehr so viel Süßes, aber er kann ein, zwei Stück oder einmal in der Woche zwei, drei Stück essen. Das ist für ihn kein Problem. Der verdaut das ja alles viel besser als ich. So, dann habe ich mir mitgenommen ganz normal von Always Binden. Es gibt diese um 1,79 Euro und es gibt zwei Packungen, sowie eine Duo-Packung für 2,45 Euro. Da ich jetzt nicht so viel brauche, habe ich jetzt einmal die kleine mitgenommen. Ich werde sie testen und wenn sie gut ist, kann ich mir vorstellen, dass ich mir nächstes Mal im Backup diese mit mehr sichern werde. Dann habe ich mir diese Festival-Stickers wieder mitgenommen, denn diese Festival-Stickers, die kommen jetzt und dann im Oktober, November sind sie wieder weg. Also Leute, schnell sein. Diese Festival-Stickers passen sich gut an, wenn man ein Make-up-Look machen will oder Fasching, Halloween. Man kann Eisprinzessin und. Das sind wirklich viele Möglichkeiten, wie man die auch nutzen kann. Es gibt mehrere Motive. Das kostet 99 Cent. Und zwar habe ich mir eins mitgenommen für die Haare, weil ich finde, das schaut so schön aus, wenn man die Haare geflochten hat. Und dann hier noch so zwei oder drei Blümchen. Ja, die nehme ich mir jedes Mal mit, weil ich auch sehr viel auch hier auf Instagram und YouTube mache. Und ich finde den Preis wirklich fair. Und sie halten auch gut. Ja, heute trifft sich mein Sohn am Spielplatz mit seinem Freund und da werde ich denen zwei das heute schenken. So als kleines Belohnung so quasi. Ja, die Rechnung habe ich da. Und zwar, genau, habe ich ihr richtig gesagt, die Kristallaufkleber kosten 99 Cent. Genau, richtig. Also habe ich euch eh nichts Falsches erzählt. Dann habe ich einmal mitgenommen diese Feuchttücher für unterwegs. Und mir hat eine Zuschauerin gesagt, das darf man ja nicht in den Klo spülen. Danke dafür. Also ihr könnt mir gerne immer wieder Kommentare oder wenn ihr irgendetwas habt, etwas Hilfreiches, immer her damit. Da freue ich mich sehr, denn wie gesagt, ich schaue auch jetzt nicht immer jedes Mal auf die Packung. Ja, klar lese ich es mir durch, aber man vergisst oft im Alltag. Und wenn ihr mir so einen lieben Kommentar schreibt und sagt, hey, aufpassen, damit kann man nicht das Klo verstopfen, dann feiere ich das. Aber wenn man mir Kommentare schreibt, so ins Lächerliche zieht oder so mich dumm stellt, dann finde ich das nicht mehr so lustig. Also wenn ihr mir eure Meinung sagen wollt, gerne, aber alles nicht beleidigen und nicht immer einen hier raushauen, weil ich finde, wir sind alle erwachsene Leute, wir sind kein Kindergarten. Und wenn man mir so einen Kommentar schreibt mit einer Hilfe, Unterstützung, dann finde ich das super. Aber ich habe schon ein paar Kommentare gelesen in den letzten Jahren, die waren wirklich ätzend. Wie kann man nur so dumm sein und solche Sachen. Also sowas ist ein No-Go. Ja, und dann habe ich gesehen, es gibt es von der Marke Airwick für die Wäsche etwas. Und zwar gab es das in drei verschiedenen Richtungen. Ocean Breeze, dann einmal ein grünen, der hat mir aber nicht so zugesagt und das ist mit Rosengarten, White Red Frucht, das ist mit einer weißen Frucht und Power Mousse. Also ich schätze mal, das wird so meine Richtung sein. Das hat gekostet 2 Euro, ich sag's euch gleich, 2,35 Euro und das ist für 30 Wäsche zugänglich. Und Airwick kann ich mir vorstellen. Ich schaue es mal her, man gibt es so hier drauf bei der Kappe und kann das dann in der Waschmaschine reinlegen. Ich bin gespannt, ob danach die Wäsche riecht. Ich liebe es, wenn meine Bettwäsche nach Lenor wischt. I love it. Dann habe ich mir wieder mal diese wunderschönen drei Becher mitgenommen. Die kommen jedes Mal im Sommer. Das sind diese Bambusbecher. Wir haben, glaube ich, schon 6 oder 7 und die Teller. Ich liebe es. Erstens sind sie mal aus Bambus. Gutes Material kann man sogar reingeben in der Spülmaschine oder nicht? Doch, sogar Spülmaschinen geeignet, denn ich habe sie ja auch oft schon gewaschen und da ist noch nie was passiert. Es steht sogar drauf, man soll es nicht in der Mikrowelle und im Herd reingeben. Ist eh logisch, aber Mikrowelle aufpassen, wenn ihr was erwärmen wollt. Aber die haben sogar die Spülmaschine gestanden. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich habe einen 5-jährigen Sohn, wenn der mal Pizza isst oder was und dann mit dem Teller und das. Erstens geht es nicht so schnell kaputt und zweitens sind mir die wirklich lieb und die Motive sind immer so süß, die Motive. Ja, dann habe ich geholt so eine Facebürste 4 in einen, die kann man nützen hier, das ist für die Nase. Dann hat man hier einen gröberen
Und man hat hier so eine Spatel, das heißt, man kann dann auch eine Maske oder vielleicht sogar auch selber dann die Maske drauf tupfen. Ich glaube, dass ich mir das sogar zweimal mitgenommen habe, weil ich habe es euch einmal schon auf Instagram gezeigt. Dann habe ich für meinen Sohn ganz normal bunte Blätter gekauft, denn wir werden im Sommer einiges noch basteln und deswegen durften die dabei sein. Die kosten 99 Cent. Und ja, wie viel sind da drinnen? 100 Stück? Na bumm, richtig viel. 100 Stück, also wirklich billig. Ja, dann habe ich eine Geburtstagskarte gekauft, denn es haben jetzt einige wieder Geburtstag und ich finde das so süß. Da sind mehrere Tiere dabei. Ich glaube, das sind Katze, Hund, Papagei. Also ich finde das richtig süß. In 3D kostet 79 Cent. Dann habe ich entdeckt neue Masken beim Action Bamboo Sheet Mask für einen schöneren Glow-Effekt und da habe ich mir zwei gleich mitgenommen. Kostet 69 Cent. Ich habe gesehen, es gibt wieder Disney-Masken im neuen Format. Ich wollte es nur jetzt dazu sagen für alle, die Disney lieben. Die habe ich mir auch mitgenommen. Das ist Deep Clean Pink Clay Rose. Bin ich gespannt, habe ich noch nicht getestet. Und ja, da habe ich zwei mitgenommen Karten, wie ich euch gesagt habe. Dann habe ich einmal mitgenommen für meine Make-up-Swatches. Also für die Swatches habe ich mir das mitgenommen. Ich schätze mal, das wird ziemlich neu sein, weil diese Verpackung habe ich in Action noch nicht gesehen. Es gibt einiges von Beauty Depp und Alvira momentan, so Gesichtstoner, Gesichtsreiniger in so einer großen Flasche. Nicht teuer, aber kommt man sicherlich lange damit aus. Dann habe ich mir mitgenommen diese bunten Stifte. Wisst ihr, ich mache ja gerne Würfellook, ich mache ja gerne sehr viele bunte Sachen, Challenge, und ich glaube, das kann man super toll gebrauchen für Challenge oder auch für verschiedene Looks, die ich jetzt machen möchte, auch für Halloween. Also für 2,25 € ist das wirklich ein Klacks. Ja, dann habe ich mir mitgenommen eine Kette, die mich sehr angesprochen hat. Diese Kette hat hier so kleine, Kreise. Ja, das ist angeblich nickelfrei, steht hier drauf und ist goldplatiniert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das beim Duschen und Baden runtergebe, weil es dann doch bei den Ohren oft schwarz wird. Aber wenn man das wirklich runtergeht beim Schlafen und beim Duschen, kann das schon einige Zeit lang halten. Dann habe ich mitgenommen auch einmal die gleiche Marke, nur mit Bambus und Seaweed. Und einmal habe ich mitgenommen von Domestas, die Pink Mongolia. Hat mich sehr angesprochen und ich liebe diese von Action. Ich meine, erstens sind sie preisgünstig und zweitens kommt man Minimum einen Monat damit aus. Und dann habe ich mir endlich mal einen Block zugelegt für meine Erledigungen, für die Arbeitszeiten. Ja, und erstens hat er mir gefallen, weil ich kann hier sogar die Blätter rausreißen. Er hat keine Ringe, er hat also keine Ringe, weil die Ringe gehen oft kaputt. Und hier schreibt Date und dann kann man hier immer so ein Hackerl machen, wenn man etwas so erledigt hat oder nicht. Finde ich richtig gut und er schaut optisch gut aus und den kann ich mir super toll vorstellen hier beim Telefon, wenn ich etwas habe, dass ich mir das aufschreibe, denn ich habe so viele YouTube-Ideen für euch. Ich habe so viel, was ich gerne noch für euch abdrehen möchte, aber ich glaube, da bräuchte ich wirklich 40 Stunden Arbeitszeit, also so richtig 40 Stunden, dass ich das auch alles mache. Denn ein Look dauert schon eine Stunde. Bevor ich in die Arbeit fahre in der Früh, mache ich noch den Look. Oder wenn ich zu Hause komme und noch 2 Stunden Zeit habe, dann mache ich schnell noch was. Aber wenn ich richtig auch mehrere Reels für euch drehen will, braucht man dann schon Minimum 30 bis 40 Stunden. Weil ihr dürft es nicht vergessen, das Schneiden und das Bearbeiten, das dauert ja noch einmal. Aber gut, das Schneiden, das lasse ich dann im Hintergrund und koche dann nebenbei. Aber ich sage wirklich, wenn ich das jetzt beruflich machen würde oder müsste, dann bräuchte ich auf jeden Fall viel mehr Zeit. So, dann habe ich einmal mitgenommen ganz normale von Dumi solche Sackerln. Das sind 30 Milligramm, denn ich habe mir einen Mistkübel gekauft. Leider kann ich euch den Mistkübel jetzt nicht zeigen, da er schon in Anwendung ist, aber der Mistkübel ist so ein kleinerer und der passt genau zu die 20 bis 25 Milliliter. Da ich eh jeden Tag den Mistkübel in der Früh entferne, sind die Kleinen auch okay.
Und ich habe einmal mitgenommen für einen ganz, ganz lieben Hund einmal solche Dentalsticks. Ja, das war's jetzt von meinem Action Haul. Ihr Lieben, falls ihr irgendwo Revolution sehen solltet, seid bitte so lieb, schreibt es mir gerne in den Kommentaren auf Instagram, wenn ihr aus Österreich kommt. Ich würde mir so gerne ein paar Revolution nachkaufen, denn ich hatte mal die Avocado-Testi und die Avocado-Testi ist mir leider kaputt gegangen und da waren richtig schöne Farben dabei. Schreibt es mir gerne, wenn ihr es seht. Ich würde es auf jeden Fall dorthin gehen und mir holen. Ihr Lieben, mein Action Haul ist fertig. Ich weiß, ihr liebt immer Action Haul, ich auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten in den Kommentaren schreibt, wann wart ihr das letzte Mal in Action? Was gibt so in Action, was ihr immer holt? Schreibt es mir gerne. Ich liebe es, mit euch zu schreiben. Und ich schreibe immer so gerne am Abend, bevor ich schlafen gehe und ich schlafen kann, schreibe ich oder like eure Kommentare und so. Also da würde ich mich riesig freuen, dass ihr mich unterstützt. Denn ich würde mir gerne wünschen, dass wir die 2000 bald schaffen, denn ich möchte für euch 3 Verlosungen starten. Ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen viel, aber das wäre so mein nächstes Ziel, 2000. Und dann schauen wir mal, wie sich das dann alles hier noch entwickelt und wie weit ich noch gehen möchte. Ich meine, wie weit ich noch gehen möchte, ob ich das dann auch irgendwann mal auch arbeitstechnisch machen möchte oder vielleicht jetzt nur mal aus Hobby. Jetzt mache ich es als Hobby. Müsste ich mir dann wirklich gut überlegen, aber wenn es soweit ist, kann ich euch und werde ich auf jeden Fall auch ein Video mal drüber machen, warum nicht? Ihr wisst ja, dass ich ja da sehr offen bin und ich weiß, dass es auch viele interessiert. Was kriegt man auf YouTube und wie viel kriegt man, kann man davon leben? Das würde ich gerne mal so ein Video machen, aber erst dann, wenn es dann wirklich soweit ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video einschaltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video, wenn ihr wollt. Pussy Baba, eure Lola.